Wir sind wieder im Wahlkampf, wir hängen Plakate, aber unsere Plakate werden abgerissen zum Teil. Unser Wahlkampf wird torpediert auf die Art und Weise von Extremisten, von Linksextremisten, und das lassen wir uns nicht bieten. Wir wehren uns und wir loben eine Belohnung von 200 Euro aus, die wir für Hinweise geben zur Ergreifung von Tätern, die unsere Plakate zerstören, entwenden oder zerreißen, zerfetzen. Liebe Freunde, wir werden den Wahlkampf weiter fortführen, trotz aller Widrigkeiten. Wir wissen, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen unser Land, für unsere Kinder, für unser Volk. Das lassen wir uns nicht nehmen. Und wir werden uns in diesem Wahlkampf, in dieser Bundestagswahl auch wieder erfolgreich erweisen.